Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute unter dem Motto Glück. Erstens hatten wir Glück mit einem wunderbaren Ensemble, das sich auf der Diva neue Shows ausgedacht hat. Dann Glück am Valentinstag, haben wir einen ganz lustigen Bericht bekommen. Und dann das Glück der Erde liegt auf dem, genau, Rücken der Pferde. Und jetzt viel Spaß. Das Ensemble AIDA Diva hat sich selbst eine Show ausgedacht, kurz vor dem Einlaufen nach New York, American Jukebox. Guck mal. Out of bed and stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jumping in the shower and the blood starts pumping. My name is Anna and I'm ensemble supervisor here on board AIDA Diva. I'm responsible for choreography in all shows, so I have to rehearse with dancers, singers and artists, keep it clean and tidy. At the moment we are doing transcruise to the US and we thought about creating something special for our guests. We wanted to involve singers, dancers and artists. Everyone had lots of ideas and of course singers wanted to sing this song and that song. Everyone wants to do something special. The idea was to put ourselves into American diner, like 50s, and we have a jukebox in this diner, and this jukebox will play songs. So this is the opportunity to change from one style to another. We created a list of songs which singers would like to perform. And it makes it a bit easier for dancers to create than the already established list. Then some numbers people had already in their minds for ages, and this was the chance to bring them to stage. Of course, there is a technical side, how to organize the show. We had to arrange LED content. Luckily, on our route in Bergen, there was old-fashioned American diner. Some people went there and took pictures, and these original pictures we use now for LED content. Also, technicians have a lot to do because they need to organize light for each song, and stage movements we also have. We're gonna have artist number with lifts. Welcome to the Hotel California. Also, we have audience participation number, which I find very cool. A lot of choreography, but very simple choreography, so I think they will easily pick it up and dance with us. I hope they will love it. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Am Donnerstag war ja Valentinstag und natürlich wird das auch an Bord gefeiert. Wir haben da einen wunderbaren Clip bekommen mit ganz viel Herz, ganz viel Liebe und am Ende mit glücklichen Menschen. Wunderbar. Alles gut? Fühlt sich wohl? Ja, passt, ne? Denn hier sind unsere drei Single-Männer! Boah, und sehen sie nicht gut aus? Kandidat Nummer 1, wenn ich traurig bringe, wie bringst du mich zum Lachen? Ja, liebes Herzblatt, das ist gar nicht so schwierig. Ich würde mit dir in eine schöne, einsame, romantische Location gehen. Vielleicht eine Karaoke-Bar. Würde dich auf den ersten Tisch vorne hinsetzen mit einer großen Flasche Schnaps. Würde auf die Bühne gehen und dann singen. Wenn ich einmal traurig bin, dann trinke ich einen Korn. Und wenn du dann auch traurig bist, dann auch ein Korn. Und dann kommt das Lächeln von ganz allein wieder. Kandidat Nummer 2. Nach einem stressigen Arbeitstag komme ich angespannt zu dir nach Hause. Mit welchen Mitteln würdest du mich verwöhnen? Oh, sind Kinder da? Also ich glaube, was ich schon mal nicht machen würde, wäre so dieses Standardprogramm, ne? So das mit dem Schaumbad und Rosenblüten und ich füttere dich mit irgendwelchen Weintrauben, weil das wäre eher so der Stil von Kandidat 3 oder 1. Haben wir ja schon gehört. Ja!
Ich glaube, ich würde erstmal dafür sorgen, dass du geistig zur Entspannung kommst. Das heißt, ich würde dich schnappen, irgendein geiles Konzert machen, was geiles essen gehen. Und die körperliche Entspannung kommt dann von ganz alleine danach. Ich habe von meiner Urgroßmutter bestickte rosa Feinripp-Unterwäsche mit Elefanten drauf geerbt. Kandidat 2, was hat Kandidat 3 von seinen Vorfahren geerbt? 3, also prinzipiell echt cooler Typ, ne? Charmant, aber ich glaube, den Musik- und den Modegeschmack hat er von seinem Opa geerbt. Was war dein peinlichster Anmachspruch? Deine Augenfarbe passt zu meiner Bettwäsche. Kandidat 3, mit welchem Tier würdest du Kandidat 1 vergleichen? Ich würde sagen, erinnert mich ein bisschen an einen Hahn. Die Frisur stimmt, er macht immer viel Krach. Die Brust ist stolz geschwellt, aber die Eier haben die Hennen. So, liebe Laura, nun musst du dich entscheiden. Nummer 1 ist weg. Wir sagen Dankeschön an DJ Nico! Schade. Liebe Laura, hier ist dein Date! Unser Outdoor-Guide Chris! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Euch beide erwartet jetzt ein sensationeller Preis, denn ihr werdet jetzt abgeholt werden von unserem Primetime-Helikopter, der euch zu einem spannenden Wochenende im Schwarzwald... Nein, okay, pass auf. Wir machen es anders. Ihr gewinnt ein absolutes Luxus-Dinner und zwar für 10 Minuten an der Pizzeria auf der Gelf! Und ich denke, die zwei haben auf jeden Fall geheiratet und vielleicht wohnen sie ja auf Aruba und haben gemerkt, wie unsere Gäste auf dem Rücken der Pferde vorbeigeritten sind in Richtung Strand. Herrliche Bilder. Aber guckt selbst. Wir sind hier auf der Rancho Hotel Bontarosa und wir machen hier einen Reitausflug mit diesen wunderschönen Pferden. Die Idee ist natürlich, dass Einheit von Mensch und Tier über den Strand galoppieren. Die Tatsache wird etwas anders ausschauen, aber das werden wir vielleicht später mitbekommen. Mein Pferd heißt Princess und ich freue mich, weil ich schon öfters reiten wollte. Cottonwoods are swaying in the springtime breeze, and I see an old jackrabbit who's watching me, and I hum a little ditty as I move along, and I'm more than halfway home. I left out from the city about a week ago, and in my saddlebag I've got a petticoat. The sun is smiling at me, he knows what I know. I'm more than halfway home. Das ist der Sammy, der ist ein ganz lieber zum Glück. Und ich hatte eigentlich keine Probleme mit ihm. Er ist immer gut mitgelaufen, also war ein tolles Pferd. Ich fand es schön, dass er auch mal schnell gelaufen ist. War perfekt. Also ging relativ schnell. Also noch 14 Tage hier und ich kann bei den Olympischen Spielen mitmachen. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Reisen, über unsere Schiffe oder ob man an Bord heiraten kann, dann geht auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und jetzt kommen Sie, ich weiß, ihr habt darauf gewartet, die schönsten Bilder der Woche mit der schönsten Musik von den Schiffen. Diesmal mit einem Lied, was zum Valentinstag genauso passt wie zu meiner Hochzeit. Das war nämlich unser Hochzeitslied, Michael Bublé. Und jetzt viel Spaß. Whatever comes our way, oh, we'll see it through. Cause you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing through every line.
everything.